Muss ja jetzt nicht unbedingt so mega perfekt aussehen, ne? Es hat eben nur so ein zweckmäßiges kleines Häuschen. Türen kommen dann später auch noch rein. Ich glaube, ich werde da sogar Eisentüren reinpacken, einfach aus dem Grund, dass ich mehr Eisen als Holz habe. Aber ich schaffe erstmal ein paar Glowstones. Wird hier drin nicht spawnen, ne? Wäre auch dann, wenn ich ein Haus baue, um die Schalter ein bisschen zu schützen. Und dann gerade dann geht alles putt. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Das ist Nether Quartz. Ich habe da noch Glowstones, oder habe ich da aus allem Glowstones jetzt Dingsens gemacht, oder habe ich das hier reingepackt? Ich glaube nicht, ne? Redstone, ich habe daraus Redstone-Lampen gemacht. Weißt du was? Machen wir es doch so. So, fertig. Drauf geschissen. So, das heißt also, wir packen jetzt genau dahin. Genau hier. So, zwei. Und ich meine, so. In den Wörter, ich weiß nicht, ob der noch reinpassen sollte. Also, reinpasst, der sollte reinpassen, ist ja toll, ja. Ich glaube nicht, dass er reinpasst. Und mit einem sieht auch immer dumm aus. Ich bräuchte zwei Tageslichtsensoren. Aber warte mal, ich könnte die ja quasi nach hier packen. Ne? Und dann so einen Wörter da reinmachen. So, das heißt, hier mit dem Redstone wäre das jetzt nämlich aktiviert. Ne? Und wenn ich das jetzt... Warte mal, so ist glaube ich schon zu wenig, ne? Ach fuck, das ist ja keine Redstone-Fackel. Oh, Redstone-Fackel, knack. Ah, Tür auf. So. Redstone-Fackel. Oh, na da. Eieieiei. So, Tür lassen wir mal kurz offen. Redstone-Fackel. Ich glaube, das reicht nämlich so nicht aus mit dem Inverter. Ah. Oh, doch, reicht aus, oder was? Tatsache. Ist jetzt nur die Frage, wenn ich da jetzt noch... Also, jetzt hier so, ne? Ist klar. Wenn ich es quasi so machen würde, müsste es dann nicht angehen? Oder nein, oder... Doch, oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dass ich sie mal so wegnehme. Dann geht es an. Sind das jetzt hier. Sind das überhaupt die Redstone-Lampen? Redstone-Lampe. Sollten die nicht leuchten? Ja, das war zu viel. Einer so, oder was? Ja, so, sehr schön. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier wieder den Tageslichtsensor drauf packe, müsste ausgehen. Ja, geht aus. Wenn ich jetzt wieder wegnehme, müsste es wieder angehen. Ja. So. Vielleicht werde ich dann später einfach noch irgendwie da hinten einen hinbauen, damit es ästhetischer aussieht, was weiß ich. Aber direkt invertieren lassen kann man das nicht, oder? Ist jetzt mal so eine Frage. Wenn ich den jetzt hier wegnehme, das dann mal so ausprobiere. Das geht leider nicht. Das wäre nämlich sonst mega pornös. Aber so reicht es ja auch. So, warte, wie war das? Den muss man doch mit Holz, Glas und Dingsens bauen. Ich habe kein Holz, also egal. Ansonsten werde ich den hier einfach nachher noch so nachträglich einfach nur so hier hinfügen. Ist ja egal. Der muss ja nicht aktiviert sein. Und runter. Runter! Runter. Knack. Und Tür zu. So, dann werde ich mir jetzt mal kurz ein bisschen Dschungelholz schnappen. Und dann einfach mal gucken, ne? Nee. Demnächst muss ich dann auch, wo ich glaube, das werde ich dann... Also je nachdem, wie lange ich jetzt mit dem GX Raptor aufnehme dann, wie viele Folgen das dann werden. Und sonst würde ich halt in einer 200er Folge wieder mit der Timbermod ganz viel so eine Bäume fällen gehen, unter anderem. Weil das hier alles ein bisschen weiter vorangetrieben wird. Aber das werden wir dann alles erst später sehen. Ach genau, ich hatte da hinten den Weg angefangen, sehe ich gerade so auf der Karte. Den könnte ich heute vielleicht auch noch fertig machen. Ein bisschen Zeit ist er noch. Ich sollte halt nur so,
Ja, sagen wir mal halb sechs sollte ich fertig sein mit der Aufnahme. Dann schnell rendern und dann gleich hochladen. Das sollte ich dann, ja, also ich muss quasi um sechs anfangen mit hochladen, damit ich das einstellen kann. Ich denke mal, so lange werde ich jetzt nicht aufnehmen. Also ich weiß es nicht, ich denke es mir einfach nur. Aber ja. Was zum Teufel, wer ist denn das? Was soll denn das? Gut zu wissen. What's up, what's up? Ja, cool, was auch immer. Wer ist das denn? Ja, okay. Okay, bye bye. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht hat er einfach irgendwie einen falschen Server oder was weiß ich. Wie hat er eigentlich meine Dings rausgefunden? Hat er jetzt irgendwie. Entweder steht hier irgendwie in Verbindung mit GX Raptor oder ähnlichen. Weil ich meine, der Server ist ja nicht bei Dingsens gelistet. Ich habe den jetzt echt nur mal kurz bei. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Wahrscheinlich hat der noch eine normale IP von irgendeinem Server gehabt. Und der Server ist abgelaufen und ich habe jetzt die IP gekriegt. So könnte ich mir, als wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Weil ich kaum glaube, dass irgendjemand aus Spaß die Subdomain eingibt, die ich hier festgelegt habe für den Server. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Nehmen wir den Baum noch mit. Wow. Und ich glaube, ich werde dann. Sollte ich denn die Tür aus Holz machen? Nee, ich glaube, Eisentür ist schicker. Außerdem können dann wirklich keine Viecher rein. So. 30, ja. 30 mal 4 sind 120, nicht? Das heißt fast zwei Stacks. Das reicht ja wohl lässig aus. Dam da da dam dam. Oh, meine Hand schläft schon wieder ein. Ich hasse das. Das Phänomen hatte ich ja schon öfter beschrieben, glaube ich. Aber egal. Ah, hier bin ich doch neulich mal runtergegangen, ne? Da war das doch. Da war das. So waren wir da draußen noch weiter da hinten, ne? Damals schon. Schneller. Ich muss echt sagen, mir fehlen die Shader. Ich fand die so geil. Hoffentlich werden die bald mal für die neue Version released. Das wäre schon ziemlich geil. Und mein Haus sollte ich irgendwann mal weiterbauen. Das heißt, ich sollte irgendwann mal wieder auf so eine Lehmtour gehen. Ach, ich sollte so viel machen, ne? Wie das so ist. Türe auf. Türe zu. Essen. Und die hier dann richtig ausgeleuchtet ist, ne? Ich denke, ach, das, genau, das wollte ich dann auch mit Tageslicht dann so machen. Müssen die Fackeln halt weiter so auf dem Boden rumstehen bleiben, damit keine Viecher hier reinkommen. Nicht schon wieder so eine scheiß Creeper. Nicht. Wie wir das schon hatten. Und hier, ja toll. Voll den Umweg gelaufen, voll umsonst, ey. Ich hätte auch einfach aufs Dach und dann runterspringen können. Ah ja. So schnell Schwert gezückt. Hoffen, dass nichts passiert. Es leuchtet, sehr schön. Es könnte zwar sein, dass es im Allgemeinen ein bisschen wenig ist, aber ich kann ja nach. Ja doch, ich denke, ein paar Redstone-Lampen könnte ich unter Umständen noch reinpacken. Das sollte das mit dem Inverter-Ding dann noch klappen. Ja, erstmal Nase jucken, so. Pennen gehen. Dungeon Game. Ist gut zu wissen. Bam, bam. Ach genau, ich würde mir gleich noch einen Tageslichtsensor basteln. Ich brauche. Doch kein Redstone, ich brauche. Das da. Also so müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. So genau.
So war es nicht. War es nicht so? War es so? Aber war das nicht irgendwie so? Oder nicht? Ich werde jetzt aber noch nachgucken müssen. Oder war das mit Holzslabs? Ich mache einfach mal... Ja, tut mir leid, ich muss jetzt rumprobieren. Das muss jetzt sein. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ja, so war's gut. Dann nehmen wir mal den Setz, den können wir wegpacken. Ah, Nase juckt. So. Dann kurz das Holz hier reinkloppen. Dann muss ich halt einfach nochmal gucken, wo ich dann die Redstone-Lampen noch hinpacke. Muss ich aber von oben gucken. Eben wegen dem Inverter-Kack und so, ne? Wo ich könnte es... Verdammt. Verdammt, verbaue ich mich hier gerade. Bullshit. Meins. 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 Sehr schön. So. Und guten Tag. Ich nehme mal kurz den Sensor hier weg. Das Redstone muss gleich wieder hin. Aber instant. So. Man könnte natürlich auch noch hier so machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Obwohl, da muss ich ja wahrscheinlich, müsste ich ja nicht mal so. Na, ich will Axt. Einfach mal probieren. Ob das klappert. Ja, sehr schön. So geht das doch. Das heißt, dann kommen hier auch noch zwei Redstone-Lampen hin. Dann bastel ich ja hier einfach genau die gleiche Konstruktion wie da hinten. Eine Redstone-Fackel habe ich da noch. Sehr schön. Sehr schön. So. Gut. Dann jetzt die beiden Tageslichtsensoren drauf. Da aus und alles aus. Sieht gut aus. Sehr schön. So, jetzt nochmal kurz reingucken. Ja, geht. Läuft. Dann jetzt schnell ein paar Eisentüren. Und ein bisschen die Taschen ausräumen könnte man machen, ne? So, das hier kann schon mal weg. Die Redstone-Lampen können auch wieder weg. Das Zeugs kann eigentlich auch erstmal weg. Ich brauche jetzt wohl eher das Zeugs hier. Ja genau, ich mache da halt noch ein bisschen den Weg weiter. So. Mobzeugs. Bla 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 bla. Weg. 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 Mampfen. So, das Holz, das kann ich auch mal nach da packen. Das Glas und das Quarz noch weg. Kohle lasse ich jetzt einfach mal just for fun im Inventar. Das werfe ich draußen weg. Müll immer draußen entsorgen, ne? Und dann richtig an den Gefäß mit der Bezeichnung quasi, keine Ahnung. Einfach in den Mülleimer packen. Ah, ich habe noch mehr Holz im Inventar, das kann auch weg. Ist nur die Frage, ob ich dann Holz. Ob ich dann Steinknöpfe dran mache? Ah, sehr schön, das reicht noch für zwei Steinknöpfe. Auch wenn ich jetzt vielleicht noch welche gehabt hätte, ist mir egal, ich nehme die jetzt so. Ich brauche noch ein paar Druckplatten. Obwohl, ich nehme das Holz auch noch mit. Ich will den Boden doch lieber aus Holz machen. Und Eisentüren jetzt. Eisen, 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 Eisen. So. So. Eisen wieder weg.